Weiter geht's mit meinen Bemale-Tutorials und diesmal kommen wir zum dritten Haku. Es ist leider, oder was ist leider, es ist nicht der Watchmaster, sondern ich habe mich dazu entschieden, einen Jumpback Watch Captain zu basteln. Dementsprechend alles schön magnetisiert. Gut, was hat der, was kann der alles kriegen? Eben wie gesagt, also mal ein erster, ich kenne noch die Magnete drauf. Als allererstes sagen wir das Jumpback, klarerweise. Dann ja, Nano, ein normales Backpack. Dann alle möglichen Waffenoptionen im Prinzip mit Energieklaue. Und was haben wir da noch? Energiefaust und normal Energieschwert. Energieschwert und einer normalen Hand, je nachdem wie im Spiel. Dann für die andere Seite im Prinzip dasselbe in Grün. Einmal eine normale Hand. Einfach eine normale Hand, dann ein normaler Bulldog, dann Kombi-Bulldog habe ich auch noch irgendwo, weiß ich nicht, und einmal das Sturmschild. Ist das das mit den Magneten? Nein, natürlich ist das nicht das mit den Magneten. Wo ist das mit den Magneten? Da ist das mit den Magneten. Einmal Sturmschild mit Magnet. Also im Prinzip alle Varianten möglich. Kann ich nur empfehlen, Sachen magnetisieren. Hervorragend. Gut, der Clou ist der, mein aktuelles Kill-Team, das ich jetzt gerade bastle, auf das ich gerade hinarbeite, beinhaltet den mit Jumpack, einfach um den Angriffswurf zu wiederholen zu können. Soll aber ansonsten billig sein, darum kriegt der her dann in weiterer Folge zwei Arme und genau das werde ich ja jetzt im Bemale-Video machen. Genau diesen Herrn, so wie er jetzt da ist. Weil, ob ich den dann eventuell sogar zwei Pistolen gebe, dass er zweimal schießen kann, und oder gar nichts gibt, nur das Jumpback und den günstig holt, oder die Artificial Armor, das ist dann im Prinzip egal. Aber in dem Fall brauche ich ihn einfach nur billig, dass er mal durch das Jumpback liefert. Und ja, er hat ballistische Fertigkeit 5. Deshalb kriegt er vielleicht Pistolen oder so. Das ist aber dann, sehe ich dann, wie es sich mit den Punkten her ausgeht. Nur im Moment ist das jetzt einmal Modell, auf das ich jetzt in diesem Video hinarbeite. Eben der Captain mit Jumpback und einfach nur zwei normalen Händen. Gut, das war's im Prinzip. Dann baue ich jetzt einmal um und dann fangen wir wieder an mit dem Ausschattieren. So, wie üblich, wieder mit dem Panzer Grey und dann mit dem Black Metal, beide Farben vom Vallejo. Und ja, dann mischen wir die Farben an und dann sehen wir es wieder. So, dann gehen wir es an. Wie gesagt, noch einmal die Farbe, wie immer. Das ist dieses Panzergrau, Panzer Black Grey mit dieser Nummer vom Vallejo. Und gut, dann starten wir mal die Absaugung. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Highlights gesetzt habe. So, die erste Schicht ist drauf. Dann mischen wir jetzt einmal die zweite Farbe an.
Und sobald die zweite Farbe drauf ist, angemischt ist, melde ich mich wieder. So, zweite Farbe ist angemischt. Und zwar wieder die Farbe. Das ist Negro. Ich weiß nicht, das heißt jetzt anders. In der alten Flasche hat es Black Metal geheißen, Negro Metal. Auf jeden Fall die Nummer ist die gleiche. Gut, dann starten wir wieder mal und setzen die Highlights. So, die Highlights sind drauf. Gut, dann kleben wir jetzt am Lab. Und ich werde heute erstmalig versuchen, mit so einem Maskierstift zu arbeiten, beziehungsweise mit so einer Maskierflüssigkeit. Aber ja, ich bin gespannt. Wurde mir empfohlen, dass ich das mal probieren soll. Und diesmal probiere ich es. Ich versuche das einmal und dann melde mich wieder, wenn das Modell fürs Rot vorbereitet ist. So, zurück. Ich habe das Modell jetzt einmal mit dem Masking-Film bedeckt. Mir wurde empfohlen, dass ich das Maskhol verwende. Und ein Bekannter von mir hat gesagt: Nimm doch das Revell, das ist günstiger und das funktioniert gleich gut. Ja, gut, was soll ich dazu sagen? Kurz einmal als erstes. Es ist, wie soll ich sagen, ziemlich zähflüssig. Soweit muss ich sagen, funktioniert das ganz gut, es lässt sich ganz gut auftragen. Wo ich eher das Problem damit habe, ist, wenn es um Details geht. Ah, dann ein bisschen zu wissen, dass man es gut sieht. Das ist, wenn es um Details geht, eben wie beispielsweise da, da sind wir daheim, da in dem Bereich von der Hosen oder so, da kommt man relativ schwer zu. Ein Pinsel, also einen normalen Pinsel, verklebt es relativ schnell und. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, vielleicht ist das Maskhol tatsächlich der Mittel der Wahl. Vielleicht werden wir das, glaube ich, einmal holen. Nur, ich muss sagen, bis jetzt bin ich noch nicht wirklich davon überzeugt. Ich habe zwar jetzt einen überall schönen Film drauf und nur, das nächste Problem ist, wenn man irgendwie, vor dem ja ein bisschen wo ja ein bisschen die Gefahr sieht, ist, wenn ich irgendwo an Streifen einbringen, so wie da, man sieht es auch da im Bereich von der Hose ganz gut, da war scharf. Da in dem Bereich, da bin ich etwas reingekommen auf diese Schärpe da und jetzt ist das Problem, wenn ich jetzt anfange das wegarbeiten, man gut, ich könnte natürlich mit einem Cuttermesser arbeiten, wenn ich anfange das wegarbeiten, dann besteht die Gefahr, dass ich dann den ganzen Masking-Film in dem Bereich mit runterreiße. Also das möchte ich an und für sich nicht. Da wird es momentan schiebe es zurück. Ihr seht, das wird relativ schnell hart. Und also so richtig überzeugt bin ich noch nicht von dem Zeug. Aber warten wir es am Lab, was rauskommt, wenn ich die Rottöne habe. Aber was ich natürlich ganz klar Pluspunkt ist, es geht natürlich schneller zum Auftragen als wie mit dem. Mit dem Glutec und das Glutec klebt einfach mehr. Da besteht die Gefahr, dass ich da irgendwie Farbe mit übernehme. Ja, wie auch immer. Jetzt warten wir es am Lobby, probier es einmal. Im schlimmsten Fall arbeite ich die schwarzen Sachen nochmal nach. Gut, dann warten wir mal, bis das trocken ist und dann schauen wir mal. So, die erste Farbe ist angemischt. Der Masking-Film ist grifffest. Das sollte eigentlich transparent werden, aber wahrscheinlich, weil ich so dick aufgetragen habe. Ja gut, dann probieren wir die ganze Chose ja mal. Dann machen wir mal Musik und wir hören uns gleich wieder.
So, okay, soweit so gut. Dann lassen wir das jetzt einmal trocknen. Und dann schauen wir mal die zweite Schicht rot. So, zurück mit Farbe 2. Mephisto Red. Dann starten wir mal die Absaugung und machen einmal das erste Highlight. So, Mephisto Red ist drauf. Wie üblich nur ein bisschen Details. Dann lassen wir das jetzt einmal trocknen in aller Ruhe. Und dann zu guter Letzt kommt noch das Conrad drüber. Passt, bis später. So, Conrad ist fertig angemischt. Dann tun wir jetzt noch das dritte Highlight drauf. Und dann bin ich gespannt, wie gut dieses Masking, wie so ein Masking-Film funktioniert hat. Gut, dann schauen wir mal. Dann lasse ich das jetzt einmal trocknen und sobald die Farbe trocken ist und wirklich durchgehärtet ist, dann versuchen wir mal diesen Masking-Film zu entfernen und dann zeigen wir es wieder. Passt, bis gleich. So, das Masking ist herunten und naja, ich sage mal so, es hat funktioniert. Aber überzeugt hat es mich nicht. Es war nämlich genau das Problem, was ich vorher angesprochen habe. Ich bin nicht wirklich in die Ecken reingekommen. Also, was heißt nicht wirklich? Das hat teilweise war das Rot einfach dort, wo es nicht hingehört. Und ja, schwer zu sagen. Also, ich muss sagen, ich bin da mit dem normalen Glutec. Es gefällt mir besser, es funktioniert für mich auch besser, weil ich habe bei keinem von den anderen zwei Modellen in irgendeiner Form nachmalen müssen oder nacharbeiten müssen. Ja, gut, vielleicht für Scheiben oder so, ganz interessant, aber in dem Fall bei so kleinen Sachen eher nicht. Gut, dann jetzt. Ja, selber Spiel wie sonst auch. Es kommen jetzt nach der Reihe die ganzen Non-Metal-Farben drauf. Das ist in dem Fall nicht viel. Das ist ein bisschen grün, ein bisschen rot, ein bisschen Rugged Flash, ja, ein bisschen braun. Aber im Großen und Ganzen, ja, eben nicht viel. Und bei den Gut, die eine Hand ist sowieso ganz normal, ein bisschen grün, dann blau, Ultramarines, das Weiß, fertig. Und beim Jumpback oben sehe ich aber ein bisschen Rugged Flash für die Siegel und ein bisschen Ushabti Bone für den Schädel. Und natürlich die Purity Seals mit Sand. Gut. Dann fangen wir mal an. Das erste, was ich machen werde, ist wieder das Braun vom Holster. Und ja, dann machen wir mal, fangen wir einfach mal an. Gut, gehen wir an. So, Braun. Kurz und bündig, der Holster und das Band um den Fuß. Das nächste ist jetzt ein Rugged Flash, das sind ein bisschen mehr Teile. Da am Modell, da herunten, das Purity Seal und aber am Backpack. Backpack ein bisschen mehr, da haben wir da oben die Seal, da oben diese Schriftli, da unten. Also das wird mehr. Gut, dann in diesem Sinne. Dann Rugged Flash. So, das Rugged Flash ist drauf.
Ich sag, da ein Modell nicht viel. Dafür ein Backpack umso mehr. Und es schaut schon mal richtig fett aus. Jetzt ist es noch lange nicht fertig. Aber es kommt schon sehr, sehr nett. So, die nächste Farbe ist jetzt ein Grün. Bei die Grenze, am Knie zum Beispiel oder da auf der Schulter. Und ja, dann machen wir das jetzt einmal grün. So, grün ist drauf, wie gesagt, nur da an der Schulter und am Knie. Und jetzt kommt das Mephisto Red. Achso, das ist das Corn Red, das ist falsch. Das ist grün. Wurscht, das Mephisto Red und damit mache ich diese Juwelen da, und die Seals, das mache ich jetzt gleich mal, und im Zuge dessen male ich gleich die Bebänderung in der üblichen Sandfarbe an. Gut, machen wir das mal. So, drauf, also Seals sind fertig. Und jetzt dann das nächste, was ich jetzt mache, ist jetzt alles weiß, was irgendwie zum Weiß machen ist. Also in dem Fall eh nur die Augen, weil ich da dann das rote Leuchten reinbringe. Dann da das Ultramarine, die Ultramarine Schulterpanzer, das mache ich dann auch gleich fertig mit Blau. Und ja, das ist es. Und das Ushabtibon da herum beim Totenkopf. Das mache ich jetzt wohl. Und sobald die Teile fertig sind, das sind dann im Prinzip die Non-Metal-Farben, dann zeige ich einmal das Ergebnis. So, da die restlichen Non-Metal-Farben sind drauf. Schulterpanzer ist ein bisschen feucht. Und ja, bis soweit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt kommt noch, nur dass man schon sieht, aha, das ist genau das Falsche. Das ist genau das Falsche. Ja, in irgendeinem Schwert habe ich schon einen Magneten drin. Ja, egal. Soweit so gut. Jetzt noch die Metallfarben. Was passiert? Also da hinten kommt noch ein bisschen Silber. Dieses Gestänge mache ich selber. Dann da der Totenkopf kommt Gold. Klarerweise da steht ein Stern Gold. Die Flügel mit dem Kopf Gold. Dann vorne das Kreuz, das Crux Terminatus in der Mitte mache ich Gold. Die Platten selber mache ich Silber. Dann den Aquila da oben unterm Kopf, der wird Gold. Der Adler da auf da oder die Schwinge da auf dem Holster mache ich golden. Und ja, wie gesagt, den Arm, den rechten Arm, den linken Arm, klarerweise normal Silber. Ja, ich weiß noch gerade nicht, wo er ist. Mal schauen, werde ich schon finden. Weit kann er nicht sein. Und gut, ich fange jetzt einmal an. Und mache jetzt als erstes mal. Mache jetzt mal als erstes das Silber. Oder gut? Egal. Ja, entscheide noch. Auf jeden Fall einmal die erste Metallic-Farbe. Gut, gehen wir sagen. So, das Silber ist drauf. Am Modell selber nicht viel. Tatsächlich. Aber eben hinten am Backpack ist wieder einiges Silber und natürlich die, na, wo ist er? Wo ist die Hand da? Und natürlich die Hand, etwa. Und an der anderen Hand, na, da, natürlich an der anderen Hand beim Schulter ist Silber. Gut, dann jetzt die letzte Farbe und zwar das Gold. Passt, dann gehen wir es an. So, das Gold ist überall drauf.
Ja gut, dann bringen wir das Ganze mal zusammen. Die zwei Arme. Zwei Arme. Und das Jumpy dazu. Gut, das ist jetzt einmal soweit einmal fertig. Und der nächste Schritt ist jetzt wie immer das Shading dazu. Ganz normal im Prinzip Metallsachen mit Nuin Oil und alles was nicht Metall ist mit Agrax Shade. Und ja. Ja, dann machen wir das jetzt einmal. Nuin Oil und Agrax Earthshade. So, zu guter Letzt gibt es eigentlich nur noch eins zu tun. Ein bisschen Necron Compound dort und ein bisschen Necron Compound da. Passt, dann machen wir das einmal und dann zeige ich euch wie immer das fertige Modell. So, dann ist er fertig. Ist ganz cool geworden. Ich habe jetzt da keine Waffenoptionen gemacht, muss ich dazu sagen. Die kommen extra noch. Es geht mir jetzt im Prinzip nur darum, dass eben das Kill-Team, was ich mir ausgedacht habe, jetzt tatsächlich spielen kann. Und da gehört ein Jumpback dazu. Gut, das ist der Watch Captain. Und als nächstes werde ich wohl das Kill-Team selbst machen, weil dann habe ich die drei HQs, die ich brauche, und das Kill-Team plus ein Chorus Blackstar, Corvus, Verzeihung, und ja, dann kann ich erstmalig ein Kill-Team spielen. Perfekt, dann danke fürs Zuschauen und empfehlt es mir weiter und ich hoffe, dass es war für euch wieder ein kleiner Anreiz, wie man so ein Modell bemalen kann. Hat euch gefallen und ja, dann klickt abonnieren, empfehlt es mich weiter und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Tschüss, Papa.